Guten Tag, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir nochmal den 14. Juni 2024 und bekomme gerade auf mein Handy, dass hier in Wiesbaden ein NATO-Hauptquartier gebaut werden soll. Ja, jetzt frage ich mich wieder, es beginnt jetzt die Europameisterschaft. Was ist da dran? Weil Macron möchte auch Mirage, Kampfjets und F-16 Kampfjets sind wohl schon in der Ukraine. Und wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, sind wir hier schon seit 900 Tagen im Dritten Weltkrieg. Nur das sagt hier uns so keiner, weil ich habe die große Befürchtung, dass dieser Krieg noch 10 Jahre dauern soll. Zelensky bekommt Unterstützung von jetzt hier den G7. Obwohl die meisten hier bald abgewählt werden oder kurz vor Wahlen stehen. Macron muss gucken, wie er da mit Le Pen klarkommt. In Amerika Joe Biden mit Donald Trump, ob er nachher noch Präsident bleibt, ist abzuwarten. Und ja, die anderen hier, Olaf Scholz, auch nächstes Jahr Wahlen. Ich habe die große Befürchtung, man will jetzt hier Nägel mit Köpfen machen, um hier, ja, ukrainische Soldaten auszubilden, dann ist natürlich, ich sag ja, noch, wenn man das so sieht, da ist zwar schon moderne Kriegsführung hier in der Ukraine und hier, da sind ja schon Roboter und Drohnen und alles sowas im Einsatz und die modernsten Panzer von Russen und unsere Leopard-Panzer sind ja auch da alle im Einsatz. Aber wie gesagt, hier geht's noch zu wie im Zweiten Weltkrieg, etwas moderner vielleicht, aber hier wird noch gekämpft, Mann gegen Mann. Und irgendwann gehen den Ukrainern die Soldaten aus, dann wird die NATO Soldaten oder Wehrpflicht, das passt ja alles irgendwo zusammen. Ja, Deutschland muss kriegstauglich werden. Herr Roderich sagt, wir müssen die Ukraine muss muss Russland hier angreifen können, bis nach Moskau oder wohin auch immer, Stellungen angreifen. Und das ist so ein Sprechen, als wären wir hier schon im Dritten Weltkrieg oder hier im Krieg in Europa, dass der sich nachher ausweitet. Und meine Befürchtung ist, dass wenn irgendeine Rakete mal fehlschlägt oder wenn wir hier solche Skandale hören wie Anfang des Jahres mit diesen hohen Offizieren von der Bundeswehr, wo gesprochen wird, dass die Taurus-Raketen die Krimbrücke zerstören sollen. Das ist ja immer noch auf dem Plan. Das ist ja nicht weg. Das wird ja jetzt hier im Hintergrund geheim am Volk vorbei. Da gibt es ja keine Volksabstimmung drüber. Da werden wir vielleicht nachher in der EM, wenn Deutschland im Halbfinale ist, alle im Freudenjubel. Wird denn da vielleicht im Bundestag abgestimmt? Ja, Einsatz der Taurus-Raketen, Tornado und so, bekommt alles die Ukraine, ja, oder sonst welche neuen Sachen, Raketen, Langstreckenraketen. Das könnte jetzt parallel laufen, weil jetzt kommt, heute Abend ist das Spiel, Deutschland gegen Schottland, und jetzt kommt Freitagmittag, sind viele im Wochenende, und jetzt kommt hier auf Ticker oder hier bei Bild, ich schalte das gleich um, dass das hier nicht erfunden ist. Es ist unfassbar. Also die Eskalationsstufe geht immer weiter nach oben. Meine Befürchtung, und Geld ist da, man unterstützt Zelensky weiter. Und ich habe auch die große Befürchtung, dass Donald Trump auch da nicht für Frieden einsteht. Weil hinter den Präsidenten, auch jetzt hinter Joe Biden, ne, da stehen ja große Rüstungsfirmen, große Konzerne, die da richtig Geld mit verdienen. Das lassen sie sich ja nicht wegnehmen. An jedem Krieg verdient ja die Militär, und Amerika gibt über 700 Millionen oder Milliarden Dollar aus für je pro Jahr oder pro Haushalt pro für Rüstung. Das muss ja irgendwann mal auch Früchte bringen oder mal eingesetzt werden. Also stehen wir auch kurz hier gegen China. Dieser Wirtschaftskrieg, der wird auch da vielleicht auch eskalieren. Ich bin gespannt, wie ich das weiter zuspitze, weil keiner von den Altparteien oder in Europa oder von der NATO spricht mal hier von Friedensverhandlungen oder dass mal einer hier wagt oder mal, man kann ja nur mit dem Gegner Frieden schließen. Untereinander bringt das ja nichts. Und nach jedem Krieg kommen eh Friedensverhandlungen. Und ich möchte nicht, dass das hier nuklear oder atomar hier weiter eskaliert. Und bevor das passiert, müsste eigentlich hier die Bevölkerung in Europa
Da bringt mir so eine Europawahl überhaupt nichts, wenn die weitermachen wie bisher. Dann müsste man hier die europäische Bevölkerung mal fragen, seid ihr für einen atomaren Krieg mit Russland? Da kommt die, ich wette mit euch, dass da 98% sagen hier, nein, das wollen wir nicht, wenn sie gescheit sind. Ich schalte euch mal eben zu den Artikeln um, soll es ein kurzes Video werden. Und ja, schalte euch mal. Teilt das Video, schreibt Kommentare drunter, kennt ihr ja schon, lacht die Glocke da und ich sag mal, ich zurück umschalten in die beiden Berichte. So, meine lieben Zuschauer, das ist hier der Artikel, den ich gerade auch am Handy bekommen habe. Ne? Klickert jetzt überall durch. Ne? Für Ukraine-Einsatz, NATO baut Hauptquartier in Deutschland, also in Wiesbaden, steht gleich hier im Artikel drin. Das erfährt man dann jetzt Freitag Nachmittag oder jetzt hier um 14.10 Uhr, wo die vielen sich jetzt auf Europa, auf die Europameisterschaft vorbereiten. Und da kommt dann hier so eine Meldung hier raus. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich bin ja wieder mal schockiert. In Wiesbaden, wissen die Wiesbadener das? Ist das für euch okay? Muss das sein? Muss das nicht sein? Ist auch nur ein kurzer Artikel, wie wir hier sehen. Ich will jetzt hier da nicht bezahlen für. Das Hauptquartier für den geplanten NATO-Einsatz zu koordinieren von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte wird in Deutschland angesiedelt. Also in Wiesbaden, ne, da hier steht es, wie die Presseagentur dpa am Freitag aus Bündniskreisen erfuhr, ist Wiesbaden als Standort vorgesehen. Also, liebe Wiesbadener, ihr bekommt da nochmal, aber gut, da sind die Amerikaner ja so, wie so viel ich weiß. Ne? Hier Linz, nenne ich... da ist glaube ich auch ein großer Airbase hier von Frankfurt und ja, wird dann vielleicht erweitert, nur halt als Information nach dem Motto, wir haben euch das ja mitgeteilt und ich bin hier schockiert, es wird weitergehen, mal gucken, was die nächsten Meldungen sind, aber noch eine Meldung, die uns auch beunruhigen sollte, ist das hier, wartet. Ja, gut, 6.6., also noch sehr zeitnah. Und Macron will die Ukraine Mirage-Kampfjets überlassen. Wie viele? Das ist, wir haben ja gesagt, keine Kampfjets sollen die bekommen. Und ist die Frage, können die ukrainischen Soldaten schon die Mirage fliegen? Danach kommt vielleicht der Tornado oder F-16. Das ist ja dann nach oben, wenn einmal eine Kampfjets da sind, das ist das Flugzeug davon. Ne? Frankreich will der Ukraine eine ungenannte Zahl von Kampfjets, oder ungenannt, also nach oben offen, vom Typ Mirage 2000 überlassen. Frank, mit ihnen können das von Russland angegriffene Land seine Gelände und seinen Luftraum schützen, sagte Frankreichs Präsident Macron den französischen Medien. Außerdem sollten 4500 ukrainische Soldaten in Frankreich ausgebildet werden. Also wir bilden jetzt die Soldaten aus und Deutschland ja auch und Polen vielleicht auch. Ja, dann sind wir ja mit Teil, sind wir eigentlich schon mit drin, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Also die Eskalationsstufe geht immer weiter nach oben und ja, morgen wird der ukrainische Präsident Zelensky zu Gesprächen im Élysée-Palast erwartet. Ja, da sind ja auch die Leute, glaube ich, auch bei der Nationalversammlung rausgegangen, weil danach kam der auch nach Berlin, Entschuldigung, und AfD und die BSW, also Sarah Wagenknecht Partei, sind ja geschlossen bei der Rede rausgegangen. Ne? Ja, das ist der kurze Artikel. Ich bin schockiert. Das eskaliert weiter nach oben, meiner Meinung nach. Und das ist ja schon fast wie so ein F-16-Flieger. Oder hier, ne, Tornado können wir auch den überlassen. Dann hat die Bundeswehr bald nichts mehr. Ne? Weder Kanonen, weder Munition, weder Panzer, weder Tornados, weder. Und das müssen wir uns alles neu in Amerika bestellen. Ne? Das ist ja klar. Ne? So, also hier nochmal ganz kurz hier, weil das ist doch ein ganz langer Artikel, den könnt ihr euch hier, wer interessiert ist, da oben seht ihr den Link, edda.admin.schweiz, ch, ne? Schweizer Eidgenossenschaft, ne? Department für Auswärtige Angelegenheiten, EDA. Da könnt ihr das denn hier alles nachlesen. Und ne? Hier 12.06. ganz aktuell, Schweiz organisiert hochrangige Konferenz zum Frieden in der Ukraine. Hört sich ja schon mal sehr gut an. Nur ist die Frage, kommen denn da auch russische Delegationen? Das schauen wir mal eben in Lugano.
in der Schweiz und die Ukraine zusammen mit zahlreichen internationalen Partnern die Lugano-Deklaration erarbeitet. Das Dokument bildet den Rahmen für politische Prozesse, Wiederaufbau der Ukraine. Dieses Engagement wurde Oktober 2022 durch einen Besuch des Kiew-Präsidenten Zelensky unterstrichen. Informationen über das Schweizer Engagement in der Ukraine im Newsfeed. Also hat wohl nichts mit Schutz von Kernkraftwerken. Ja, das ist halt hier bei Twitter, ne? Ich lasse das mal alles hier so drin. Das ist ja hier oben ganz klein, das ist ein ganz langer Text. Ich suche jetzt aber, ob man irgendwas hier, ob man hier irgendjemand aus Russland hier sehe, ne? Dann müsste man auch hier den Herrn Zelensky, den Herrn Putin oder aus Russland hohe Politiker mit einladen. Wenn hier, und dann müssen natürlich auch die Amerikaner kommen. Schutz des Kraftwerkes, okay. Not use, da halten sich auch die Russen dran, ne? Ja, es geben mir Sicherheitsvorkehrungen der Konferenz, ach so, also es geht jetzt hier zeitlich nach unten, aber ich denke mal, Russland kann ich hier nirgendwo entdecken. Ihr könnt ja mal da runter euch dann aufrufen und mal in die Kommentare reinschreiben, ob in dieser Sicherheitskonferenz oder Friedenskonferenz, wie hieß das hier, Konferenz zum Frieden in der Ukraine, ob da die Russen auch eingeladen werden. Wer das weiß, kann ja mal in die Kommentare reinschreiben. Hier, meine lieben Zuschauer, das passt vielleicht auch noch hier in diesen neuen Eskalationsstufe, was ich ja gerade mal angeschnitten habe. Hier, das waren ja die G7. Wollen Ukraine mit Russland Geld langfristig stärken. Was sagt denn Russland dazu? Ist ja auch wieder so eine Aktion, ne? Aber G7 ist denn hier Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Amerika, Japan, England und eingebettet in die EU, wenn ich jetzt mal nach den Fahnen gehe. Und ne? Die Staat- und Regierungschefs aus den 7 Industrienationen, USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland wird sich bald rausfallen und Japan treffen sich mit italienischem Borgo Enciania bei Bari zu ihrem jährlichen Gipfel. Na, das kam ja auch in den Nachrichten, darüber wurde ja berichtet. Ich scroll mal eben hier runter. Ja, US-Hauptakteur bei der Realisierung von Milliardenkredit. Kredit, das ist ja nur ein Kredit, ne? In westlichen Ländern wurde seit Beginn des russischen Angriffs nach Angaben des US-Regierens rund 280 Milliarden US-Dollar und 260 Milliarden Euro an russischen Zentralbanken eingefroren. Seit langem wird darüber beraten, wie die Zinserträge, man nimmt es nur die Zinserträge, dieser Gelder einbringen, die Ukraine zugutekommen könnten. Die G7-Staaten wollen damit nun einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar finanzieren und natürlich für Waffen kaufen, ne? Die Ukraine braucht ja mehr Waffen, Flugzeuge und Abwehrsysteme und das ist alles auf Kredit von den Zinsen, was eingefroren. Ja, aber das Geld gehört eigentlich irgendjemandem, Oligarchen oder irgendwelche Russen. Oder wie, das ist ja auch wieder so ein Eskalationspunkt. Oder wie seht ihr das? Olaf Scholz, mal gucken, was sagt er? Zitat, der russische Präsident hat einen ganz offensichtlichen Plan. Er will so lange seinen Krieg vorantreiben, bis alle anderen aufgeben, die Ukraine zu unterstützen. Und dieser Plan ist heute gescheitert. Zitat Ende, sagte Olaf Scholz. Das könnte man vielleicht auch der NATO und dem Westen hier zugestehen oder dass das auch bei denen hier so ist. Weil keiner hier von Frieden redet. Man müsste wirklich, dass der Herr... Es kommt auf einen Versuch an. Warum fährt nicht Joe Biden einmal runter nach Putin und mit ernsten Absichten? Und wann redet man darüber? Aber das scheint wohl nicht gegeben. Auch jetzt hier in der Schweiz. Ach ja, da kann ich euch auch nochmal zeigen, ob hier Moskau tobt. Ne? Habe ich die Russland faktisch gestohlenen Mittel für kriegerische Abenteuer der Kiew-Regiments zu nutzen, ist verbrecherisch und zynisch, sagte Maria Sacharowa am Donnerstag. Sie drohte insbesondere den Europäern mit scharfen Gegenmaßnahmen und deutete Enteignungen europäischer Unternehmen in Russland an. Tja, das ist denn die, wie gesagt, also Russen, die reagieren da drauf und wie gesagt, es brodelt weiter nach oben, ne? Meine Meinung.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie findet ihr diese Nachricht hier so kurz vor der EM, kurz vor dem Wochenende. Ist das hier Taktik? Ist das gewollt? Ist das hier, also jetzt mit dem Hauptquartier, die andere Nachricht war ja schon ein bisschen älter, aber auch alles sehr zeitnah, mit Zelensky in Paris, in Berlin Gerede gehalten und bekommt er neue Gelder. Jetzt wird er wohl wieder nach Amerika fliegen, zum Vater, ne, Joe Biden, auch nochmal alles absägen, trifft sich Vater und Sohn. Ja, ich weiß es nicht, ist ja wieder auf Geld, ne, statt über Frieden mal zu reden. Jetzt soll ja angeblich in der Schweiz auch Friedensverhandlungen stattfinden. Man muss natürlich mit Putin da auch mitreden. Da muss auch jemand aus der russischen Delegation etwas hohe, ne, oder der Lavrov, ne, die müssen dann da mit dran teilnehmen, weil man kann doch nur Friedensverhandlungen besprechen mit dem Gegnern. Oder habe ich jetzt irgendwie da einen Denkfehler? Untereinander bringt das nichts, wenn nur Zelensky, die Engländer, Franzosen und Amerikaner und Deutschen da sitzen und man redet, ist halt ja alles fruchtlose Kunst. Man muss da schon Putin oder hohe Politiker von Russland mit einladen und dann schauen, was ist hier machbar. Aber ich habe die große Befürchtung, das ist schon alles hier beschlossene Sache von der NATO, vom Westen, von den Amerikanern. Die schicken ja auch schon Soldaten hier rüber und. Deutschland ist ja in der NATO, klar. Wir werden ja von denen unterstützt, wenn das nicht wäre, klar. Wird ja hier panische Angst gemacht, dass Russland ja Deutschland angreifen könnte. Erstmal A, kostet das sehr viel Geld. Wir brauchen noch mehr als 100 Milliarden Schulden, also neue Schulden. Das hat man ja gesagt, das ist ja kein Sondervermögen, das sind ja neue Schulden. Und dann wird das nochmal, wie schon mal gesagt worden ist, ich glaube von der Grünen Partei, Anton Hofreiter oder Unipur haben nochmal gesagt, wir brauchen nochmal 300 Milliarden Euro zusätzlich. Und dreimal dürft ihr raten, wer das denn hier wieder mitfinanzieren muss. Über CO2-Abgaben, über Steuerabgaben, über was weiß ich worüber. Als wenn wir hier keine anderen Probleme in Deutschland auf der Welt hätten, hier mit Armut, Renten, die kriegen zwar jetzt eine Erhöhung, aber die Preise steigen ja exorbitant hoch. Das ist alles, steht alles in keinem richtigen Verhältnis mehr. Wir stehen kurz vorm Krieg hier in Europa. Das muss man so ganz klar sagen, wenn ich solche Nachrichten lese. Ne? Okay, das soll es gewesen sein. Ne? Schreibt Kommentare drunter, teilt das Video und dann sage ich bis zum nächsten Video.